schon müssen fragen, kann man das überhaupt noch verantworten, dass man dort zusammenkommt. Und wir haben es dann auf 60 Personen begrenzt. Wir haben ja keine Ahnung gehabt, wie viele werden kommen. Der Vorteil ist, dass wir jetzt Abstand können bestens einhalten. Wir haben Livestream, wir haben eben nicht gewusst, ob wir Leute abweisen müssen. Das heisst, man kann es am daheim verfolgen, am Internet, und wir haben es dann auch als Podcast. Also wir werden alle die Masken abhalten grundsätzlich. Die Podiumsteilnehmer, die nehmen sie ab zum Reden. Wir behalten sie an, sie behalten sie an später, wenn sie Fragen stellen. Wir kommen zu ihnen mit dem Mikrofon. Wir werden zwei Phasen haben. In der ersten Phase wird der Moderator an die Teilnehmer Fragen stellen. In der zweiten Phase können Sie Fragen stellen. Warum das Podium? Der Wunsch, dass sich die Kirchgemeinde Arlesheim der allgemein zu beobachtenden leichtfertigen Stellungnahme zugunsten von dieser sogenannten Konzernverantwortungsinitiative anschließen mag, ist auch an unsere Kirchenpflege angetragen worden. Für mich ist das eigentlich nicht in Frage gekommen. Und ich weiss nicht, ob es in der Kipfe Mehrheit gefunden hat. Aber die Meinungen sind auch bei uns geteilt gewesen. Und wegen dem hat die Pfarrerin Claudia Lager und ich die Idee entwickelt, dass wir als Kirchgemeinde neutral bleiben, aber das Gespräch fördern und eine Plattform bieten. Weil also die Idee von der Initiative ist überhaupt nicht umstritten. Die teilen wir alle. Das Problem ist ja mehr der Weg dazu. Ich bin stolz darauf, dass wir eine sehr potente Moderator haben und tolle Podiumsteilnehmer. Als Moderator wirkt der Stefan Kux. Er ist Synodale von unserer Kirchgemeinde und hat als solcher Einsitz in der Kirchenpflege. Er ist von Beruf her Politolog und Unidozent und ist mit diesem Hintergrund natürlich prädestiniert für die Rolle. Jetzt drehen wir es um. Ich tue zuerst die Kontra-Repräsentanten präsentieren und nachher Claudia Lager, Fürsprecher von der Initiative. Wir haben der Herr Thomas Hafen, der ist angeschrieben. Er ist CEO von der Bühlma Laboratories in Schönebuch. Die Bühlma Labs, die beschäftigen ungefähr 100 Mitarbeiter. Wichtig ist, dass die Bühlma die 90% für ein Produkt exportieren. Das sind unter anderem Diagnostikstests. Und ich habe gesehen, dass es da auch etwas gegen Covid-19 gäbe. Mit ihrer starken Exporttätigkeit ist die Firma sehr direkt betroffen von der Initiative. Einerseits, weil sie stark aufs Ausland ausgerichtet ist, und andererseits, weil sie eben kein grosser Konzern ist und als Kleinstunternehmen sozusagen ein Kollateralschaden von dieser Initiative ist. Als zweiter Kontrarepräsentant haben wir den Urs Endres. Er ist aus Arlesheim. Er ist in seinem beruflichen Leben bei der Endres und Hauser tätig gewesen. Die sind in Rheinach, also in der Nachbarsgemeinde. Er war während dieser Tätigkeit Leiter vom Marketing und dann auch eine Zeit lang Geschäftsführer von der Endres und Hauser Frankreich. Und dazu gehören eben auch die frankophonen Länder von Afrika. Er ist wahnsinnig viel gereist in dieser Tätigkeit und kennt natürlich die Länder sehr intensiv. Inzwischen spielt das Geschäft für ihn eine kleinere Rolle und der Urs Endres widmet sich meiste Zeit im sozialen Engagement. Ein wichtiges Engagement ist der Kampf gegen Landminen, aber es gibt auch ein Projekt in Afrika, das er sehr stark fördert. Jetzt gebe ich das Wort weiter und Claudia.
darf die beiden Pro-Befürworter für die Konzernverantwortungsinitiative vorstellen. Das ist zur einen Seite der Elias Schäfer, ehemaliger Grossrat FDP von Basel-Stadt. Er ist Geschäftsführer und Partner von Schäfer und Hansen. Und er war lange Zeit tätig in der Abteilung Politik vom Gewerbeverband Basel und hat dort die Interessen der KMUs vertreten. Aus der regionalen Vertretung, aus Arlesheim, haben wir den Heinz Heller. Er ist in Arlesheim aufgewachsen und lange Zeit tätig war als diplomierter Wirtschaftsinformatiker, selbstständig. Und er ist jetzt Mitglied vom Lokalkomitee Arlesheim. Seit der Gründung von dem Lokalkomitee für Konzernverantwortungsinitiativen. Und am letzten Samstag haben wir ihn am März können miterleben, wie der Film gezeigt wurde, Konzernreport. Das sind die beiden Vertreter. Ich möchte noch etwas sagen. Mein Interesse war, dass wir quasi einen Ort schaffen, wo man aufeinander hören kann, dass Pro und Contra das Argument wirklich so kann, vielleicht formulieren, dass wir ein Ohr dafür haben und ein Verständnis können entwickeln und uns auch nochmal unsere eigene Meinung bilden. Und ich hoffe wirklich auf eine sachliche und faire Diskussion und dass man auch zuhören kann. Das wäre mein Interesse und mein Anliegen für heute Abend. Dann übergebe ich das Wort an unserem Leiter, Moderator Stefan Kuchs. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich gebe eine kleine Einleitung in die Initiative. Am 29. November kommt die Initiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vor das Volk. Prüfungspflicht und eine direkte Haftung von Schweizer Konzernen für Verstöße von ihren ausländischen Tochtergesellschaften. Wie bereits schon gesagt, unbestritten ist das Ziel, umstritten sind Mittel der Initiative. Für die Befürworter fordert die Initiative nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit. Dass man für sein eigenes Geschäft Verantwortung übernehmen und auch dafür gerade steht, wenn etwas falsch läuft, gehöre zu den Grundwerten von unserem Land. Gegner wiederum halten die Initiative für extrem. Diese machen Schweizer Unternehmen zum Sündenbock, schadet der Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Unternehmen und nutzt letztlich auch den Menschen in den Entwicklungsländern nichts. Die Initiative wird von einer breiten Allianz von nichtstaatlichen Organisationen, Zivilgesellschaft, Kirche, Linksparteien und der grünliberalen Partei und der BDP unterstützt. Die Debatte ist moralisch aufgeladen und polemisch, ich komme bei einer Initiative zuvor. Sie reisst auch tiefe Gräben in die bürgerlichen Parteien wie FDP und CVP auf. Es gibt ein bürgerliches Unterstützungskomitee und unser Gast Elias Schäfer, FDP, zeigt, dass eben sich nicht alle FDPler einig sind in der Haltung zur Initiative. Aktuelle Befragungen rechnen mit einem Ja-Anteil von bis zu 70% der Schweizer Bevölkerung. Eine Hürde ist bestimmt zu erforderlichen Stände mehr. Wird die Initiative abgelehnt, tritt automatisch der indirekte Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament in Kraft. Der sieht eine erweiterte Berichtspflicht vor. Auf Ihren Sitzen finden Sie den Text vom neuen Artikel 101a von der Bundesverfassung und auf der Rückseite einen Vergleich zwischen der Initiative und Gegenvorschlag, wo das Bundesamt für Justiz als eine unverdächtige Instanz vorgenommen hat. Wir werden auf dem Podium rund 40 Minuten diskutieren. Wir lüften dann zwischendurch lüften und dann kommt es zu 30 Minuten Diskussion, wo Sie Ihre Voten oder Ihre Fragen können platzieren können. Ich habe abgemacht mit den Teilnehmenden, dass Sie 2 Minuten reden auf die Fragen, die ich Ihnen stelle, wenn Sie eine Replik geben wollen, 1 Minute, dass wir ein bisschen Ping-Pong haben und nicht ellenlange Referate anhören müssen. Heinz Heller, was will die Initiative? Die Initiative will eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn Konzern
Trinkwasser verseuchen oder ganze Landstriche zerstören, sollen sie dafür gerade stehen müssen. Wir wissen, dass Manager von grossen Konzernen ganz genau wissen, wie ihre Geschäfte mit Menschenrechten in Konflikt stehen. Aber einige von ihnen gewichten den Profit stärker als den Schutz von Mensch und Umwelt. Und wegen dem braucht es die Konzernverantwortungsinitiative. Bei meinen Strassenaktionen, die wir schon gemacht haben, habe ich eine grosse Zustimmung gespürt von den Leuten, die bei uns am Stand vorbeikommen sind, die dem zugestimmt haben und uns gedankt haben, dass wir uns dafür einsetzen. Dankeschön. Urs Endres, wieso sind Sie dagegen? Ja, also zuerst einmal muss ich sagen, wenn man die Anliegen von dieser Initiative anschaut, dann muss einer ja gestört sein, dass er dagegen ist. Also der Schutz von der Umwelt und der Ausbeutung von den Leuten, da kann man ja nicht dafür sein. Also ich habe zuerst einmal, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, hey, selbstverständlich tun wir die unterstützen. Und als ich dann hinterher Details gesehen habe, was dort eigentlich an Details umeinander sind, habe ich mich ein bisschen an die Minderinitiative erinnern gefühlt. Die Idee ist gut, aber die Umsetzung leider nicht. Elias Schäfer, stehen sich gute Initianten gegen die böse Wirtschaft gegenüber? Keineswegs. Guten Abend miteinander. Ich glaube, dass das so moralisch aufgeladen ist, das ist eine Fehlleistung vom Parlament, eine Fehlleistung auch von den Wirtschaftsverbänden, die hier verpasst haben, eine gute Lösung auf dem parlamentarischen Weg eigentlich schon umzusetzen. Es ist sehr lange um einen Gegenvorschlag gerungen worden. Der ist dann ganz am Schluss an einer Frage eigentlich gescheitert. Und das ist die Frage von der Haftung. Und mittlerweile und dank dieser langen Debatte sind wir an dem Punkt, wo alle Pro- und Kontraseite eben sagen, ja, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen hier dafür einstehen, was sie geht. Die Frage ist, wie tut man das umsetzen? Und da wird jetzt eine grosse Drohkulisse aufgebaut. Es wird, Sie verzeihen das, aber auch recht viel Schindluder betrieben mit Argumenten. Es wird hier dargestellt, dass das extrem sei, was die Initiative fordert. Dabei macht die Initiative eigentlich etwas sehr Schlaues und eben nicht wie der Minder. Die Minderinitiative, wo man dann sehr genau irgendwelche Regulierungen in unsere Verfassung geschrieben hat, aufs Detail genau, Regulierungen, die eigentlich in ein Obligationenrecht hineingehören würden. Sondern die Initiative sagt einfach, wir dienen das an eine Haftung knüpfen. Das ist ein unglaublich liberales System. Es ist nicht so, dass man sagt, man tut das Verhalten von Unternehmen staatlicher Seite durchkontrollieren. Man macht eine grosse Kontrollbürokratie, dass ja alles richtig sagt, sondern man überträgt Verantwortung am Unternehmer, dem Unternehmen und sagt, das sind Grundlagen, gegen die dürft ihr nicht verstoßen. Wie ihr euch hier dazu organisiert, das wisst ihr am besten. Aber wenn das verletzt wird, dann haftet er dafür. Und da kann jedes Unternehmen, jeder Unternehmer sich überlegen, ist in diesem Bereich, laufen wir da Gefahr, dass wir gegen Mindeststandards bei den Menschenrechten oder Mindeststandards beim Umweltschutz verstoßen und dann muss ich dort besonders sorgfältig anschauen, weil sonst habe ich ein Haftungsrisiko. In den allermeisten Fällen, wir haben jetzt vorher gehört von Exportunternehmen oder der Gefahrenbereich rein, weil es handelt sich hier wirklich um internationale Mindeststandards, nicht um Schweizer-Finnisch-Gesetz im Arbeitsbereich oder dergleichen. Die sind von der Initiative darum auch gar nicht betroffen, weil das wirklich sehr maßgeschneidert ist und sehr lieb, dass man zu diesem Ziel auch wirklich ankommt, nämlich dass man die wenigen schwarzen Schafe, und das möchte ich betonen, die allermeisten Konzerne in der Schweiz, haben kein Problem mit dieser Initiative, aber die wenigen schwarzen Schafe kann in Verantwortung nehmen. Besten Dank. Thomas Hafen, wie viele Unternehmungen sind denn eigentlich betroffen? Befürworter reden von 3.000 bis 4.000, Gegner von 80.000. Ja, vielen Dank, guten Abend. Ich muss auch sagen, als ich
die Konzernverantwortungsinitiative, wie sie ein bisschen populistisch genannt wird, das erste Mal gesehen, habe ich gedacht, ja, da geht uns nichts an. Als ich es dann nachher angeschaut habe, habe ich gemerkt, nein, das ist nicht so. Die Initiative ist gefährlich. Und wenn der Schäfer über Liberalismus redet, dann kann ich da auch mitreden. Ich bin Staatswissenschaftler von Haus aus und ich habe meine Diss über politischen Liberalismus gemacht. Und ein ganz fundamentales Rechtsprinzip ist, dass ein Ankläger muss beweisen muss, wann er beklagt beim Beklagten. Und die Initiative kehrt das um. Das führt dazu, dass die, die viel Geld haben, die dicke Taschen haben, die sich viel Arbeit können leisten und die gute Beziehungsnetze haben, die können sich durchsetzen. Und die Kleinen, die das nicht haben, die können sich nicht durchsetzen. Sie schaffen da verschiedene lange Spiesse und da geht es nicht jetzt um eine Geschäftsherrenhaftung. Wenn ein Maler muss haften für das, was sein Angestellter macht, da in Arlesheim, sondern da geht es um weltweite Geschäftstätigkeiten. Das ist das, was mich am meisten stört. Das ist ganz fundamental nicht liberal und passt nicht in unser Rechtssystem. Ich habe noch zwei andere Punkte. Das ist die Betroffenheit von der KMU und das ist auch der Export von unserem Rechtssystem und von dem, was wir denken, dass es recht ist. Das sind noch zwei weitere Punkte, auf die kommen wir sicher dann auch noch drauf zurück. Besten Dank, Heinz Heller. Ursprünglich heisst die Initiative ja Unternehmensverantwortungsinitiative. Mhm. Sogar die NZZ, also die Neue Zürcher Zeitung, braucht jetzt das Wort Konzerninitiative. Was gilt jetzt? Und wie viele Unternehmungen sind betroffen? Ist das eine Lex Glencore, also ein Gesetz für die Grossfirma Glencore, oder sind auch mittlere Firmen, die stark im Ausland tätig sind, betroffen? Ja, also Konzernverantwortungsinitiative heisst die Initiative. Mir ist nichts anderes bekannt. Seit ich die Initiative kenne, heisst die so. Und zur Frage von Glencore. Glencore ist natürlich ein Paradebeispiel für Sachen, die man nicht machen sollte. Wenn Sie unseren Film gesehen haben, können Sie dort drinnen Sachen sehen, die einfach nicht in Ordnung sind. Natürlich sind andere Konzerne auch betroffen. Und das wird ja dann eine Sache sein von dem Gesetz, das im Parlament ausgearbeitet wird, wo die Grenzen sind, wie viele Mitarbeiter und so weiter. Aber es geht wirklich nur um grosse Konzerne und grosse Firmen. Das ist ganz eindeutig so kommuniziert worden und das wird wahrscheinlich dann auch so in das Gesetz kommen. Angeklagt können natürlich alle Firmen werden, die verstoßen gegen Menschenrechte und gegen Umweltstandards, die in einer UNO-Charta eigentlich definiert sind. Und die Firmen können in der Schweiz angeklagt werden. Weil vielfach sind die ja tätig in Unrechtsstaaten, wo Korruption herrscht. Also die haben wahrscheinlich schon korrumpierte Rechte, dort irgendetwas zu schürfen oder irgendeiner Tätigkeit nachzugehen. Und die können dann in der Schweiz belangt werden. Und zwar nicht nach Schweizer Recht, sondern nach Recht, nach internationalen Standards, durch ein Schweizer Gericht. Und wenn man heute sagt, ausländische Richter, ist auch so ein geläufiges Wort, oder in einem anderen Zusammenhang. Da sind es Schweizer Richter, die darüber richten. Urs Endres, würde ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative die Lage der armen Länder verbessern? Ja, das ist eine schwere Frage. Es ist gerade jetzt einfach darum, dass wir eigentlich unsere Rechte eigentlich überstülpen über andere Länder. Also selbstverständlich hat jede Firma irgendwelche Ethikauflagen und Richtlinien, tut die Gesetze vor Ort natürlich einhalten. Aber jetzt gibt es ein Beispiel. Das Beispiel in Saudi-Arabien haben wir Räume, wo nur Frauen drin sind und Räume, wo nur Männer drin sind. Das würden wir in der Schweiz natürlich nie akzeptieren. Aber das sind natürlich Gesetze, die vor Ort sind, die
müssen eingehalten werden. Und so gibt es noch ganz andere Gesetze. Also wenn ich zum Beispiel denke, wo wir dort in Indien gebaut haben. Ein Jahr später bin ich angekommen und sehe am Gebäude sehe ich einen Riss. Da sage ich, was ist denn da los? Da hat es einen Riss drin. Da sagt der Architekt, das ist eure Schuld. Ihr habt, das war 1994, reingeschrieben, ihr wollt keine Kinderarbeit. Also wir haben keinen vernünftigen Unternehmer gefunden, der es seinen Frauen nicht erlaubt, dass sie Kinder mitnehmen an die Arbeit. Weil in Gottes Namen in Indien haben wir halt keine Kitas. Und deshalb sind die Kinder dort vor Ort und das haben die ja nicht wollen. Also man muss immer dort schauen, was sind unsere Richtlinien, was sind unsere Gesetze, was ist unser Denken und wie ist denn vor Ort. Und das sind immer riesen Unterschiede. Elias Schäfer. Besten Dank. Ich möchte auf zwei Sachen replizieren. Vielleicht kriege ich dann auch zwei Minuten. Aber zuerst mal, Herr Hafen, wenn die Initiative würde vorsehen, dass man das liberale Prinzip würde umkehren, dass eine Klägung muss beweisen, dass er einen Schaden gehabt hat, dann würde ich hier nicht sitzen und die Initiative vertreten. Es ist aber leider einfach falsch. Die Initiative sieht ganz klar vor, nach Schweizer Privatrecht, dass man eine Haftung einklagen kann von einem Schweizer Konzern in der Schweiz. Und um die einzuklagen, muss man verschiedene Sachen beweisen. Man muss zuerst beweisen, dass ein Schaden entstanden ist überhaupt. Man muss beweisen, dass der kausal mit der Tätigkeit von diesem Konzern oder einem Tochterunternehmen von diesem Konzern oder einem wirtschaftlich kontrollierten Unternehmen von diesem Konzern zusammenhängt. Dann muss man nachweisen, dass die Handlung widerrechtlich gewesen ist. Und schlussendlich, wenn es beim wirtschaftlich kontrollierten Unternehmen, muss man auch noch nachweisen oder beweisen, dass das Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich kontrolliert worden ist vom Mutterkonzern. Das ist alles Beweislast, die beim Klägo zuerst liegt. Und dann, und das wird leider jetzt von der Gegenkampagne verdrüllt, dann gibt es wie bei der Geschäftsherrenhaftung in der Schweiz die Möglichkeit, dass man als Konzern sagt, ja, der Schaden ist eingetreten, das ist alles bewiesen worden vor einem Schweizer Gericht, in einem Schweizer Zivilprozess. Dann kann man den Entlastungsbeweis antreten und sagen, ja, es ist ein Schaden entstanden, ja, den Schaden haben wir zu verantworten, aber wir haben alle Sorgfalt, angebrachte Sorgfaltspflicht ausgeübt, wo wir nämlich die Leute vor Ort instruiert, ausgesucht, ausgebildet haben, damit der Schaden nach gutem Ermessen kann vermieden werden. Das ist ein Entlastungsbeweis. Und das hat nichts damit zu tun, das liberale Prinzip, dass man muss klagen und einen Beweis erbringen bei der Klage, dass das umgedreht würde. Wir kommen dann auf das Thema noch einmal zurück. Heinz Heller. Ich möchte die gerne schauen Sie mal, lesen Sie mal die Initiative. Nehmen Sie das Papier, was da steht. Da steht, haben Sie schon gleich auch den Text anzuschauen. Da steht von Unternehmungen und niemand von Konzern. Unternehmungen, und zwar alle Unternehmungen im In- und Ausland. Und dann haben Sie im Buchstabe B haben Sie die Sorgfaltspflicht. Mit dem, das ist ja in Ordnung, da ist ja niemand dagegen. Die betrifft dann auch kontrollierte Unternehmungen und überhaupt sämtliche Geschäftsbeziehungen. Das ist schon ein sehr weiter Bogen. Und dann haftet die Unternehmungen, das steht so nachher in der Verfassung, sie haftet für den Schaden, wenn sie nicht können nachweisen können, dass sie alle gebotene Sorgfalt gemäß Buchstabe B angewendet haben. Also Pflicht, sich zu entlasten, ist beim Beklagten und nicht beim Kläger. Und das führt zu einer massiven Ungleichheit in unserem Rechtssystem. Und nochmal, das hat mit Geschäftsherrenhaftung nichts zu tun. Das ist einfach so nicht richtig. Oder dann kann ich nicht Deutsch lesen. Herr Schäfer. Darf ich hier einfach nochmal kurz replizieren, weil das nicht so sollte im Raum stehen bleiben. Schlichtweg tut die Verfassung oder auch die Verfassungsbestimmung tut nicht das Schweizer Zivilprozessrecht, nachdem hier Verfahren würde, außer Kraft setzen.
Also der Fakt ist, das, was hier richtigerweise in der Initiative steht, das findet im Rechtsrahmen, im etablierten Schweizer Rechtsrahmen statt. Und das wird nicht durch die Initiative ausgehebelt. Also das Verfahrensrecht, das nämlich, wenn man eine Haftung einklagt, dass man dort als Kläger die ganzen Beweise muss erbringen muss, das wird dadurch nicht tangiert, das ändert sich nicht. Und das ist genau, wie ich vorher ausgelegt habe, der Kläger muss beweisen und nachher kann der Beklagte sich entlasten. Heinz Heller, die meisten Schweizer Firmen sind in den Entwicklungsländern sehr beliebt und halten sich auch an internationale Standards. Wieso braucht es denn jetzt eine Konzernverantwortungsinitiative? Ich habe nicht ganz verstanden von der Frage. Schweizer Firmen sind in den Entwicklungsländern sehr beliebt und halten sich in der Regel an internationale Standards. Wieso braucht es eine Konzernverantwortungsinitiative? Ja, die Beispiele, die wir immer wieder anführen in allen unseren Broschüren, die zeigen eben, dass Schweizer Konzerne sich vielleicht schon besser verhalten als andere, das weiß ich nicht. Aber die Beispiele, die da drinnen sind, die zeigen, dass es Missstände gibt, gravierende Missstände. Und wegen dem braucht es eine Initiative. Und es braucht eine griffige Initiative, die auch Verantwortung und auch eben eine Entschädigung drinnen steht. Der Gegenvorschlag, der ja hier auch im Raum steht, wo bringt einfach nichts, der hat keine Konsequenzen. Und es ist eine reine Alibi-Übung. Der Konzern muss eine Hochglanzbroschüre produzieren, aber Menschenrechtsverletzungen stoppen. Das muss er nicht unbedingt. Er kann das nächste Jahr einfach schreiben, es ist besser geworden. Wegen dem braucht es eine Initiative. Kommt noch dazu, dass 2/3 von allen Energie- und Metallressourcen und ein Großteil von der Agrarrohstoffe aus Ländern vom globalen Süden stammen. Doch die Länder, die rohstoffreichen Länder und ihre Bevölkerung leiden eigentlich unter dem Rohstofffluch. Und ob es was für eine Firma das ist, ob es das auch eine Schweizer Firma ist, Tatsache, dass sie durch vermehrte Korruption, wachsende Ungleichheit und durch Konflikte, die hier entstehen, kaum von ihrem Reichtum können profitieren. Thomas Hafen, besteht nicht das Risiko, dass sich Schweizer Unternehmungen bei Annahme von der Volksinitiative einfach aus Entwicklungsländern zurückziehen, wie das zum Beispiel Post im Fall von China und Jordanien gemacht hat? Geht es diesen Ländern jetzt besser? Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Und das ist immer wieder die Frage, die Sie dem Herrn Endres vorgestellt haben, ob das denn den Leuten in diesen Ländern wirklich hilft, wenn jetzt da die Schweizer Unternehmungen, und nochmal, sind alle Unternehmungen so an Kandare genommen werden. Ich kann Ihnen sagen, wie es uns geht. Wir machen medizinische Diagnostika. Unsere Produkte sind eigentlich von den Iran-Sanktionen der Amerikaner. Weil wir haben humanitäre Güter, auch keine Transaktionen in Dollar. Und trotzdem haben die Amerikaner beweisen, dass dem so ist. Und wir haben andere Verhältnisse. Unsere Verträge mit grossen Firmen, die wachsen jedes Jahr ein paar Seiten an, wie wir das noch beweisen und selber noch beweisen. Und überall ist es so, dass das alles auf KMU weitergegeben wird. Die grossen Firmen, die haben ganze Stäbe an Juristen. Und dann sagen sie einfach, ja, die Haftung übernehmen wir nicht, die sollen ihr übernehmen. Und wenn es zu einer Klage kommt, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht, dann zahlen die für alle Kosten, die für uns hier zusammenlaufen. Und wenn es zu einem Reputationsschaden kommt, dann zahlen die auch nochmal. So läuft das. Sie haben doch nicht das Gefühl, dass Glencore oder irgendjemand, der dann vielleicht jetzt von den Initianten angeschossen wird, dass die sich da nicht aus der Affäre ziehen. Da wird weitergehen. Und am Schluss hängen sie an der KMU. KMU in der Schweiz oder KMU im Ausland. Und mit dem ist niemandem geholfen. Wenn Sie den Gegenvorschlag anschauen, zum Beispiel, das ist eine sehr effiziente Methode. Elias Schäfer, in vielen armen Ländern gibt es keinen funktionierenden Rechtsstaat. Man redet auch von Failed States oder gestörchelten Staaten. Das ist die beste Übersetzung, weshalb Schweizer Richter und Schweizer Recht aufräumen müssen. Nein, es geht nicht darum, was wir in anderen Staaten machen. Es geht schlussendlich ganz einfach darum, was Schweizer Konzern
die in der Schweiz belangt werden können, und zwar von Individuen, wo man durch die Initiative die Möglichkeit schafft, wenn sie sich auch in einem staatlich nicht so stabilen Verhältnis bewegen, dass sie können mit einer Klage an die, die letztendlich verantwortlich sind für einen Schaden, können dort angelangen. Und es wird Schweizer Richter, die über Schweizer Konzerntin urteilen. Also es ist nicht ein Export von Schweizer Recht, in keiner Weise, weil auch was angerufen wird in der Initiative, sind ja internationale Standards. Also es geht hier nicht darum, dass wir irgendwelche Schweizer Rechtsanwendungen dort an exportieren. Da kann man auch gerade darauf replizieren, was der Herr Endres vorher angebracht hat, oder dass man natürlich die Frauenrechte in Saudi-Arabien äußerst prekär sind und dass er oder die Firma dann in dem Fall würde müssen haften dafür. Das ist nicht in dem Sinn von der Initiative eine massive Verletzung von einem Menschenrecht, wo die Firma als solche zu verantworten hat und entsprechend vor Ort dann auch widerrechtlich handelt, sondern das wäre dann die Firma, die sich halt an die Rechtsrahmen setzt, wo der Rechtsrahmen von diesem Land Menschenrecht tut verletzen. Aber das kausal darauf zurückzuführen, dass das die Verantwortung ist von der Firma Endres und Hauser, das könnte und ist nicht möglich in einem Prozess, das kausal darauf zurückzuführen, auf die Handlung von der Firma Endres und Hauser, und darum besteht dort auch kein Haftungsrisiko. Besten Dank. Urs Endres, geht es bei dieser Initiative vor allem um die Beruhigung von unserem eigenen Gewissen und um eine symbolische Botschaft an die bösen Schweizer Konzerne? Ja, es ist, wenn man es genau anschaut, sind immer wieder die 3, 4 ganz grossen Konzerne, meistens eigentlich Firmen, die mit Rohstoff handeln. Das ist seit Jahren ist das so, dass mit Rohstoff dort auch sehr viele Probleme sind. Auf der einen Seite, weil eben einfach Geld verdient werden kann, und auf der anderen Seite, weil dort Leute teilweise dabei sind, die nicht die gleichen Ethik-Grundregeln haben wie andere. Wenn ich anschaue, wir tun jetzt zum Beispiel seit Jahren tun wir uns messen lassen. Es gibt einen Standard, das heisst EcoVadis. EcoVadis schaut genau, wie behandelt ihr Mitarbeiter, wie behandelt ihr Kunden, wie tun ihr Umwelt schützen und so weiter und so fort. Und mit so etwas lassen wir uns messen. Und wir tun das genau veröffentlichen, wo stehen wir, wo sind wir besser geworden, wo sind wir schlechter geworden. Und dort sind unabhängige Leute, die tun uns dort kontrollieren. Und gegen so etwas ist überhaupt nichts zu sagen. Hingegen, wenn dann natürlich so eine Öffnung ist, da kann jeder gegen jede Firma klagen. Und das ist auf eine Rechtsunsicherheit, wo wir gar nicht wissen, was dann schlussendlich kommt. Besten Dank. Thomas Hafen, bis jetzt hat ja eigentlich die Selbstregulierung recht gut funktioniert. Nestle zum Beispiel beauftragt das Dänische Institut für Menschenrechte, um Zulieferketten von rund 700'000 Bauern zu überwachen, ob sie die Menschenrechtsstandards einhalten oder nicht. Wieso lange die Selbstregulierung nicht? Ich denke, das ist ein Punkt, wo die Initianten sicher etwas Recht haben. Die Selbstregulierung genügt heute nicht mehr, weil mit der Selbstregulierung, da verwünschen sie die Guten, die Anständigen, aber nicht die, die eben wollen, beschissen und die wollen auch andere Leute ausnutzen, die Umweltschweinereien machen etc. In dem Sinn muss ich auch sagen, ist das Anliegen der Initianten gerechtfertigt. Aber es ist ja nicht so, dass nur wir in der Schweiz das Thema entdeckt haben. Es gibt Bemühungen von der UNO, von der EU, von der OECD, von verschiedensten internationalen Gremien, die auch Guidelines aufstellen. Und der Bundesrat und das Parlament haben die Initiative unter anderem auch abgelehnt, wie sie gesagt haben, um Himmels Willen, wieso machen wir so etwas? Wieso tun wir uns so etwas an? Es ist doch viel besser, wir tun auch in diesem Bereich
schauen, dass wir international zusammenarbeiten. Und wenn Sie den Gegenvorschlag anschauen, dann haben Sie das genau drin. Da, wo der Schäfer so schön sagt, ja, das sind ja nur internationale Standards und sind ja nur UNO-Normen, die man da umsetzt. Die sind da genau drin. Wir brauchen die Initiative gar nicht. Und wenn der Herr Schäfer jetzt sagt, ja, in unserem Rechtssystem ist schon alles vorgesehen, dann haben wir ja alles. Wieso braucht es eine Initiative oben drauf? Die Initiative verlangt eben viel mehr. Die macht eine Beweisumkehr. Und ich werde nochmal auf dem rumreiten. Jetzt habe ich meine 2 Minuten durch, aber ich komme auf da nochmal drauf zurück. Das ist ein ganz wesentlicher Fortschritt gewesen, ein Staat gegenüber, dass wir alle gleich sind vor dem Recht. Dass wir gleich sind vor dem Recht und dass, wenn uns jemand anklagt, muss der Kläger beweisen und nicht ich als Anklagter. Das ist ein ganz fundamentaler Grundsatz. Und die Radikalen, die haben das in der Schweiz eingeführt. Das sind Vorgänger von der FDP gewesen. Und es ist für mich unverständlich, dass jemand aus der FDP so eine Initiative kann unterstützen kann, die zu einer Beweislastumkehr führt. Und das ist einfach so, das schlägt kein Geist weg. Das steht dort drin. Besten Dank. Heinz Heller. Ich würde dich noch mal replizieren, wenn ich schon direkt angesprochen worden bin. 1 Minute. Wunderbar. Also ich glaube, was kein Geist wegschlägt, ist, dass es eben keine Beweislastumkehr gibt. Hier. Wir können hier in einem Privatrechtsseminar uns vertiefen, aber ich glaube, das ist für das Publikum nicht so spannend. Aber es ist relativ simpel. Es findet keine Beweislastumkehr statt. Beweisen muss zuerst der Kläger. Entlasten kann sich nachher der Beklagte. Und das ist so, das ändert sich dadurch auch nicht. Und die ganzen Normen, die Sie angesprochen haben, OECD, UNO, EU-Normen, das ist wunderbar. Und die Initiative gibt eben genau das Mittel, damit man die Normen auch scharf kann umsetzen kann. Weil eine UNO-Richtlinie ist per se vor allem eine Richtlinie. Aber das Verhalten nach dieser Richtlinie, das wird nicht durch die UNO garantiert. Und genau da schafft in vollem Einklang mit der internationalen Entwicklung durch die Schweiz mit dieser Initiative ein Instrument zu machen und ein sehr liberales und unbürokratisches Instrument, weil man muss nicht immer alles berichten und die Berichterstattung, die der Herr Endres aufgezeigt hat, die gut ist, genau die, wenn man die schon im Platz hat, dann kann man auch die Sorgfaltspflicht hat man ja dann schon erfüllt und wenn dann eine Haftung kommt, kann man sagen, kann man darauf verweisen, auf den etablierten Prozess, den man schon hat und sagen, wir dienen doch alles sorgfältig prüfen. Wenn dann etwas passiert ist, dann ist es leider passiert, aber wir haben nach gutem Ermessen unsere Sorgfalt walten und darum haben wir auch kein Haftungsrisiko aus dieser Initiative. Selbst Max Havelaar, die Fairtrade, also faire Handelorganisation, muss zugeben, dass sie nicht gar, wie soll das denn andere Unternehmungen belegen? Ja, wie sollen sie das belegen? In erster Linie müssen sie einmal anklagen, schuldig ist. Also es gibt ja dann eine Anklage. Und ich weiß nicht, da kann ich jetzt nicht da generell reden. Es ist schade, dass Max Havelaar das nicht kann garantieren kann, dass ihre Lieferketten sauber sind. Es sind auch andere Label, wo man leider muss sagen, es funktioniert einfach nicht bis ins Letzte. Aber es gibt einem doch eine gewisse Garantie. Ich glaube, das sind Einzelfälle, wo vielleicht nicht ganz sauber arbeiten. Besten Dank. Elias Schäfer. Die in einem gesetzgeberischen Prozess umgesetzt werden. Und wir haben könnte von einem bürgerlich dominierten Parlament, das die Initiativen abgelehnt hat, umgesetzt werden. Zudem hat das Initiativkomitee jetzt gerade nochmal einen Gesetzesentwurf vorgelegt, wo man sehr genau sehen kann, wie die Regulierung dann kommt. Und das ist völlig ein Usus in der Schweiz, dass man Sachen auf gesetzgeberischer Ebene dann konkretisiert. Es gibt zum Beispiel die Frage von der KMU, die berechtigt gestellt wird und aufgeworfen wird, wie Sie im Initiativtext können lesen können. Es wird Rücksicht auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, die geringe derartige Risiken aufweisen, genommen. Genau das liegt dann am Gesetzgeber, das zu konkretisieren und zu sagen, auf wer wird in welcher Weise dann eben dort bei der Umsetzung von der Initiative Rücksicht genommen. Besten Dank. Thomas Hafen, kommt es zum administrativen Albtraum für Schweizer KMUs, die an einer Sorgfaltsprüfungspflicht unterlegen sollen? Ja, da kommt auf jeden Fall so
weil die internationalen Konzerne werden das sofort umsetzen. Ich kann Ihnen sagen, wir streiten jetzt seit Jahren zum Beispiel über den Datenschutz in der Schweiz. In der Zwischenzeit hat die EU Datenschutzrichtlinie gemacht, GDPR. Wir unterschreiben heute Verträge mit amerikanischen Grosslabor, eine Schweizer Firma mit amerikanischen Grosslabor, wo wir auf 30 Seiten müssen belegen und bezeugen, dass wir die europäische Datenschutzverordnung umsetzen. Was machen wir? Wir stellen einen neuen Jurist an, der geht halt zu unseren Anwälten, der kostet uns wieder. Und da wird es genau gleich sein. Und Herr Schäfer kann jetzt schon sagen, ja, das steht nicht, muss immer noch klar gemacht werden. So. Aber das steht nicht in die Initiative. In die Initiative steht, dass der Beklagte muss den Nachweis führen. Das ist einfach so. Und wenn der Herr Schäfer sagt, wir machen jetzt kein Privatrechtsseminar. Ich habe Privatrecht studiert, beim Herrn Arnold Koll, einem späteren Bundesrat. Ich weiß ein bisschen etwas von dem. Und der Artikel 55 in der Geschäftsherrenhaftung, der ist da nicht tauglich. Den kann man nicht auf das anwenden. Das ist der Maler mit seinem Kilf oder der Schreiner mit seinem Angestellten. Aber nicht internationale Strukturen, wo wir aber als KMU drin sind. Wir haben 100 Leute in der Schweiz, wir exportieren 90% ins Ausland. Wir haben Filialen in den USA, in Brasilien, in den Nachbarländern. Und wir haben Distributoren in 60 weiteren Ländern. Das ist für uns ein Riesen. Es dröhnt uns kein Prozess. Es gibt jetzt keine Klage-Lawine gegen Bühlmann. Das ist viel unterschwelliger. Wir haben einfach steigende Rechtskosten, weil wir in allen Verträgen die Sache irgendwie auch noch mit absichern müssen und wie wir mit Haftung übernehmen. Wir müssen dann nachher unsere Versicherungssumme wieder erhöhen und wir müssen da Sachen einschliessen, die wir heute noch gar nicht haben. So läuft es. Da ist ein bisschen naiv, was der Herr Schäfer da sagt. Ich weiß nicht, Gewerbeverband Basel-Land ist halt ein anderes Kaliber wie internationales Geschäft. Urs Endres, ich komme nochmal zur Umkehr von der Weislast. Auch ich möchte kein privatsrechtliches Seminar halten. Ich bin Politologe, kenne mich zwar zu wenig aus, aber sondern das kontrollierende Unternehmen hat seine Unschuldsbeweise, das heisst seine Sorgfaltspflege. Das ist eine Amerikanisierung vom schweizerischen Rechtssystem. Brauchen wir das? Ja, genau das ist ja das, was uns Bauchweh macht. Also, ich meine, noch eines, wir sind in der Region immer die Grünen von der Wirtschaft genannt worden. Wir sind im 82, haben wir schon mal als Erste gesagt, wenn man mit dem Velo zum Arbeiten kommt, dann bekommt man ein Umweltabo und so weiter und so fort. Und jetzt geht es wirklich darum, dass man einfach etwas hat, und da ist ganz klar, der Bundesrat hat auch davon gesprochen, dass das Umkehr von der Beweislast ist. Also es ist einfach so, Punkt. Und das bringt eben die Unsicherheit. Das führt dazu, dass man nicht weiß, was passiert. Wir haben amerikanische Firmen, ich gebe ein Beispiel. Als der Obama gesagt hat, solche, die mehr als 50% Wertschöpfung in den USA hat, der wird bevorteilt. Und dann haben wir das geschafft, dass wir unsere Geräte in den USA 50,1% hergestellt haben, was Irak geliefert werden, damit wir dann irgendwie auf die schwarze Liste kommen von den Amerikanern. Es ist ein Wirtschaftskrieg. Es ist einfach so. Es ist nicht irgendwie schöneren und besseren Gerät kommt an. Und weil wir aus der Schweiz sind, wird es noch eines besser. Sondern es sind knallharte Sachen, wo dort, Interessen, die dort umeinander sind. Und wenn wir dort so einen Einfallstor machen, wo andere Firmen können, Schweizer Firmen angreifen, dann ist das eine Unsicherheit. Wie stark dass das schlussendlich kommt, weiß ich nicht. Aber es ist einfach etwas, wo Bauchweh gibt, wo eine zusätzliche Unsicherheit gibt. Besten Dank. Elias Schäfer. Soll die Schweiz mit Konzernregeln in Sachen Umwelt- und Menschenrecht auf ähnlicher Linie sein wie andere europäische Länder oder sollen wir strenger werden? Ich glaube, die Schweiz bewegt sich hier in einem international dynamischen Umfeld.
Ich glaube, die Schweiz kann hier durchaus auch eine Vorreiterrolle einnehmen in diesem Fall. Ich glaube, die Bemühungen gehen in der Europäischen Union auch in die Richtung, ganz definitiv. Es ist heutzutage in Kanada, in Frankreich, in Großbritannien schon möglich, dass man mit einer zivilrechtlichen Klage einzelne Konzerne belangen. Also wir sind auch gar nicht allein auf weiter Flur, sondern wir bewegen sich hier in einem dynamischen Umfeld und die Regulierung gern angebracht wird. Man sieht dort wunderbar, wenn sie einen Schaden verursacht haben. Das ist die Voraussetzung, die in einer Klage, und das ist ganz klar nach Schweizer Zivilprozessrecht, und das schlägt kein Geiss weg, um den Terminus nochmal zu nehmen, dass im Schweizer Zivilprozessrecht ist es am Kläger zu beweisen, dass der Schaden verursacht worden ist. Das ist die Beweislast, die beim Kläger liegt, neben dem ganzen Prozess, Kosten, Risiko, wo auch beim Kläger liegt. Neben dem, dass im Schweizer Zivilprozessrecht man keine Sammelklagen kennen, dass man kein Abtreten von Forderungen kennen, dass man schlussendlich nur den effektiven Schaden entschädigen, dass man keine Beweiserhebung machen, also was auch immer wieder fälschlicherweise behauptet wird, dass den Schweizer Gericht müsste irgendwo in der Welt Beweise erheben. Nein. Die Last liegt ganz allein beim Kläger, der das muss beweisen. Und wenn das alles bewiesen wäre, also wenn eine Schuld, eine Haftung eigentlich vom Unternehmen bewiesen ist, dann kann das Unternehmen sich noch exkulpieren, indem es beweist, dass es sorgfältig gehandelt hat. Das ist ein Fakt und die Verfassungsbestimmung tut nicht das Schweizer Obligationenrecht, nicht das Schweizer Zivilprozessverfahren außer Kraft setzen, sondern gliedert sich genau in diese Systematik ein. Alles andere, was behauptet wird, tut mir leid, ist einfach falsch. Besten Dank. Thomas Hafen, besteht das Risiko, dass viele Firmen und Steuerzahler den Standort Schweiz verlassen und Arbeitsplätze und Steuern verloren gehen? Ja, der Punkt kommt immer wieder auf, oder? Wenn es eine Initiative gibt oder einen Vorstoß, wo kritisch ist für die Wirtschaft, dann gibt es Firmen und Exponenten und sagen, ja, wenn das so kommt, dann gehen wir weg. Ich habe keine Ahnung, ob da wegen dem jemand weggeht. Ich kann auch nicht reden für Firmen wie Glencore und andere. Ich habe keine Ahnung. Also wir würden wegen dem nicht weggehen. Wir bleiben trotzdem in der Schweiz. Aber es ist etwas, was nicht nötig ist. Haben Sie denn das Gefühl, dass wir irgendwie nur ein geringstes Interesse haben, dass Menschenrechte nicht eingehalten werden, dass wir Kinderarbeit tolerieren, dass wir Korruption tolerieren? Da ist doch nicht, da denkt doch 99,99% der Schweizer Firmen, die wollen doch einfach einen guten Job machen. Aber was die Initiative macht, ist, dass das Resultat so rauskommt, dass wir uns nach Rechtsunsicherheiten drohen, dass der große Firmen Rechtsunsicherheiten drohen, dass die Beweislast umgekehrt wird und dass die Grossen nachher die Verantwortung und die Haftung und die Reputationsschäden einfach weitergehen. Und wir müssen das unterschreiben, da steht ja nicht so etwas Wischiwaschi. Ich habe da mit dem Schaden nicht gesehen. Was der Herr Schäfer da so schön gesagt, wieso steht da nicht die Initiative? Von dem steht nichts. Wenn Sie etwas Konkretes machen wollen, etwas Konkretes, dann lehnen Sie die Initiativen ab und wählen Sie automatisch den Gegenvorschlag. Der Gegenvorschlag hat ganz konkrete Massnahmen, wie die Verfolgung der Lieferketten, die Berichterstattung, das ist nicht einfach Hochglanz. Sie müssen mit dem dann auch anstehen. Das ist publiziert, das können Sie auch wieder angreifen. Das ist viel wirkungsvoller. Besten Dank, Heinz Heller. Der Abstimmungskampf wird zum Teil mit gefälschten Beispielen geführt. Solidar Suisse zeigt Kinder in Burkina Faso, die auf Baumwollplantagen arbeiten müssen. Nachforschungen zeigen aber, dass die Bilder gestellt sind. Haben Sie das nötig? Da bin ich überfragt. Das weiß ich nicht. Ich denke aber, die Initiative, die ist nicht dazu da, zum Schweizer Firmen daran hindern, einen sauberen Job zu machen, wie das der Herr Hafen vorher erzählt hat. Am Anfang haben Sie ja gesagt,
Die Idee ist nicht umstritten, nur der Weg dazu. Also gut, wenn wir die Idee doch gar nicht brauchten, dann würde es auch die Initiative nicht brauchen. Die Initiative, die basiert auf Sachen, die recherchiert worden sind. Ob es die Bilder dazu, von wo die stammen, das weiß ich nicht. Aber Public Eye ist ein Unternehmen, das ganz genau recherchiert und Bericht erstellt von dem, was sie recherchiert haben, zusammen mit anderen internationalen NGOs. Und die Berichte kann man nachlesen. Und dort sind so Umweltverschmutzungen und Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Besten Dank. Die Kirchen leben ja von der Unternehmenssteuer aus Endres. Man liest aber im Gemeindebrief, man hört die Predigten, dass wer Konzernverantwortungsinitiative ablehnt, ein schlechter Christ sei. Die evangelisch-reformierte Kirche von der Schweiz und die evangelisch-reformierte Kirche Basel-Land stehen ja auf der Befürworterseite. Sollen die Kirche politisch Stellungnahme betreiben oder sollen sie einfach zur Meinungsbildung beitragen? Was ist Ihre Meinung? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist vor allem natürlich eben das, wenn ich dort ins Unternehmen eingetreten bin, habe ich dann festgestellt, dass die Firma Kirchensteuer zahlen. Habe ich vorher nicht gewusst. Ist es so? Jetzt ist das natürlich ganz klar. Ich finde auch, jede einzelne Person soll die Kirchensteuer zahlen. Ist leider nicht so. Es gibt Treuhänder, die sagen, wenn sie Geld möchten sparen, tun sie bitte zur Kirche austreten. Finde ich nicht gut. Ich bin der Meinung, jeder soll den Obolus zahlen. Jetzt ist aber sicher nicht so, dass weil die Unternehmen Geld zahlen für die Kirche, dass sie dort irgendwie stark beeinflussen. Aber ich bin der Meinung, die Kirche sollte sich bei politischen Sachen zurückhalten. Und vielleicht schauen, dass so Übungen wie jetzt, wo da Diskussionen kommen, das finde ich gut, dass Pro und Contra zusammenkommt und dass die Leute dann schlussendlich sich eine Meinung machen. Besten Dank. Elias Schäfer, schon seit Jahren sieht man überall hängen die orangen Fahnen, die für Konzernverantwortungsinitiativen werben. Es ist eine geschlossene Allianz der Befürworter. Demgegenüber haben die Gegner mit Economy Suisse grosses Geld zur Verfügung. Werden Sie diesmal gewinnen? Wer jetzt Economy Suisse, oder? Nein, Sie. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Initiative gewonnen wird. Ich glaube, die breite Allianz, die sich in den orangen Fahnen manifestiert, das kann man auch sagen, wenn man in Basel zumindest in den gutbürgerlichen Quartieren rumfährt, wird man staunen, dass das eigentlich an jedem zweiten Haus hängt. An Ort, wo wir jetzt als FDPler im Wahlkampf auch aktiv angeschickt werden, wenn dort uns gesagt wird von einer App, dass dort potenzielle FDP-Wähler wohnen, wo wir dann im Door-to-Door-Wahlkampf dürfen begrüßen. Also es ist schon unglaublich präsent. Und ich glaube, auch da kann man sehen, in dieser Allianz sind zum Beispiel auch die Hilfswerke dabei, die von den Kirchen, von den Landeskirchen auch langfristig unterstützt werden. Und um da auch zu dem Thema die Frage, sollen sich Kirchen engagieren oder nicht, gibt es, glaube ich, zwei Sachen. Ich finde unbedingt, also das Argument Kirchensteuer von Unternehmen, dann dürften sich Kirchen nicht mehr gegen Unternehmen äußern. Das hat auch der Endres völlig richtig gesagt. Das soll nicht als wer zahlt, befiehlt verstanden werden. Ich glaube, das wäre falsch. Und ich denke, auch Kirchen dürfen sich politisch äußern in Fragen, wo sie sich langjährig auch damit auseinandersetzen. Also zum Beispiel, wenn die Hilfswerke, die man schon seit Jahrzehnten dort unterstützen oder selber sogar gegründet hat, wenn die dort dann entsprechend sagen, das ist ein politisches Anliegen, das uns sehr wichtig ist, dass man das auch als Kirche kann unterstützen kann. Was ich persönlich Mühe habe damit, ist, wenn in einer Predigt gesagt wird, wer für oder gegen die Initiativen ist, sei ein schlechter Christ. Ich glaube, da geht man dann wirklich in die falsche Richtung, weil ich glaube, da haben wir eine Frage vom persönlichen Glaubensbekenntnis und für mich ist auch ein Kern von der christlichen
Theologie ist, dass ich mich vor allem vor Gott habe verantworten und jetzt nicht mir muss sagen lassen, gerade in einer reformierten Kirche, dass welches machen oder nicht machen gut oder böse wäre vor Gott. Und das ist sehr, sehr kurzfristig, kurzsichtig, wenn das jemand predigen würde. Besten Dank. Entschuldigung, ich sagen. Ich wollte einfach schnell ergänzen, eine Antwort auf die Frage, die Sie anfänglich gestellt haben, wegen der roten Fahne. Ich würde einfach sagen, dass in Arlesheim die Fahnen systematisch abgeschnitten werden. An der Baselstrasse, ganze Hex im Volksheim, was eine Fahne, überall hat es eine Fahne gehabt. Jetzt hängen noch Dreiecke dort, wo sie angebunden waren. Der Rest ist weg. Und vielleicht ergänzend wollte ich auch noch sagen, meine Meinung ist ganz klar, die Kirche sollte sich einsetzen für die Menschen und sollte die menschliche Sicht in den Vordergrund stellen. Und nicht irgendwelche Kirchensteuerüberlegungen oder so Überlegungen, sondern sie ganz klar sich einsetzen für die Menschen auf der ganzen Welt. Besten Dank. Thomas Hafen, wie ist Ihre Prognose für die Abstimmung? Ja, ich möchte zuerst dem Herrn Heller noch etwas zurückgeben. Oder, wenn Sie sagen, die Kirche sollte sich für Menschen einsetzen und darum für die Unternehmensverantwortungsinitiativen heissen da im Umkehrschluss, die dagegen sind, setzen sich nicht für Menschen ein. Und da möchte ich nochmal ganz deutsch und deutlich sagen, das ist nicht so. Das ist nicht so. Es geht nicht darum, ob man Menschenrechte schützt und ob man gegen Kinderarbeit ist und gegen Konfliktmineralien. Die Initiative ist halt so süffig aufgezogen. Man hat das Gefühl, da gewinnt man einen Sechser im Lotto. Da kommt man fast in den Himmel. Wenn man da ja stimmt, dann machen wir endlich etwas Gutes. Etwas Gutes für alle. Und niemand muss zahlen dafür, außer ein paar Firmen, die jetzt da angeprangert werden von Public Eye und anderen. Es ist einfach billig. Und dann muss man wirklich mal da drin hineinsteigen und sich überlegen, was macht die Initiative? Was macht die mit unserem Rechtsstaat? Was macht die mit unserer KMU-Infrastruktur? Und dann fängt man an nachzudenken. Und darum hat der Bundesrat und das Parlament die Initiative abgelehnt. Es ist übrigens CVP-Bundesrätin Doris Leuthard gewesen, die federführend war und die Botschaft unterschrieben hat. Und wir haben eine Alternative, wir haben einen indirekten Gegenvorschlag und der ist praktikabel, das ist kein Papiertiger und da wird wirklich etwas gemacht und zwar subito. Besten Dank. Jetzt tun wir kurz lüften. Ich bitte die, die näher an den Fenstern an der Türe sitzen, die aufzumachen, vielleicht 5 Minuten lang und dann fahren wir weiter mit der Diskussion. Und am Schluss dürfen alle Podiumsteilnehmer noch ein Schlussvotum mit ihren drei wichtigsten Argumenten dafür oder dagegen argumentieren.
viel Raum für Fragen oder Diskussionsbeiträge. Wem oder wer darf ich zuerst das Wort erteilen? Grüezi miteinander, mein Name ist Bruno Frischknecht. Ich bin im Lokalkomitee von Arlesheim. Ich wollte etwas sagen zu dem Gegenvorschlag, der erwähnt worden ist, der automatisch zum Zug kommt, wenn die Initiative abgelehnt wird. Ich wage zu behaupten, das ist eben gerade ein Papiertiger, weil sie nämlich keine Haftungen vorsieht. Es ist so, die Bundesrätin Keller-Sutter hat das in Diskussion gebracht, auf den Tisch gebracht, und zwar nach dem Vorbild von der EU-Regelung. Und die EU-Regelung besteht schon seit 2011 und es gibt bereits eine Studie über die Auswirkungen von dieser Regelung, die in der EU existiert. Die ist, bin nicht mehr ganz sicher, 2016 oder 2017 erschienen. Auf jeden Fall ist das eine Studie, die an der School of Business and Economics an der Universität Berlin gemacht worden ist. Und die kommt genau zu dem Schluss, das ist ein Papiertiger. Es hat in diesen 5 oder 6 Jahren nichts bewirkt in der EU. Und das müssen wir jetzt noch machen. Gibt es da Reaktionen auf dem Podium? Ja, vielen Dank, Herr Frischknecht. Ich glaube, der Chef hat ja mehrmals gesagt, dass die Initiative sich ja im Rechtssystem Schweiz einbettet. Und Haftung ist ja auch ein Teil, wenn man Schaden verursacht, dann haften wir dafür. Da ist es so. Aber es ist so, dass der Klage führt, der muss beweisen, dass der Schaden entstanden ist. Und in dem Gegenvorschlag ist es richtig, Haftungsregelungen sind nicht drin, sind nur Bussen drin für Verstöße gegen Berichterstattung. Aber wegen dem ist die Haftung nicht ausgeschlossen. Und sie haftet, wenn sie einen Schaden machen, dann haftet sie in der Schweiz, aber sie haftet nachher auch vor Ort. Sie haftet dort, wo der Schaden entsteht. Da ist nicht so, dass es einfach keine Haftung gibt. Und manchmal ist es auch ein bisschen, von den Initianten ist wie so ein bisschen die Idee, wir sind da auf einer Schweizer Insel und bei uns gilt Recht und das kann man da durchsetzen. Und überall, wenn man aus dieser Schweiz rausgeht, dann ist das nicht mehr der Fall. Das ist einfach nicht so. Es gibt überall Rechtssysteme und es gibt überall Recht, wo man kann einklagen kann. Und gerade in dem Fall kann man das Recht auch einklagen und dann haften wir auch für Schäden. Also in einer Nussschale ist im Prinzip einfach das, dass man kann sagen, das bisherige genügt eigentlich für die Haftung. Es ist auch heute so, wenn irgendjemand etwas Unrechts macht, dann gibt es ein Gesetz, wo die Firmen verurteilt werden können. Das ist heute schon so. Herr Schäfer? Ich glaube, da ist der Wichtige, also tatsächlich gibt es heute schon Haftungsregelungen und tatsächlich kann man auch im Ausland belangt werden. Ich glaube, die Haftung, die von der Initiative gefordert wird und ich glaube, es auch soll einen Zahn machen an diese Forderung, ist der Unterschied, dass man heute kann die Konzern, die Mutter sozusagen, die am Schluss verantwortlich ist und wo häufig in der Schweiz sitzt, dass man die direkt kann belangen und dass man nicht so seine Sorgfaltspflicht eigentlich war. Und von dort her wird das für ein anständiges Unternehmen nicht schwierig sein, zu erklären, wie es die Sorgfaltspflicht wahrgenommen hat. Es geht eigentlich um Ausbeutung. Wenn ein Unternehmen die ökologischen Ressourcen auf eine schädliche Art ausbeutet, wenn es Menschen auf eine menschenverachtende Art ausbeutet, dann wird es angeklagt. Und wenn es dann nicht kann erklären kann, dass die Sorgfaltspflicht wahrgenommen worden ist, dann wird es verurteilt. So einfach ist es eigentlich. Haben Sie noch eine Frage? Herr Hafen, Sie sind angesprochen. Ja, ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe keine Angst vor einer Prozessflut. Wir werden
nicht eingeklagt werden. Das ist nicht ein realistisches Szenario. Und es wird auch nicht irgendein Bauer in Kolumbien irgendwie nachher einen Schaden haben von einem Test von uns, der uns dann wird einklagen wegen Menschenrechte. Das ist nicht realistisch. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber es ist so, dass Firmen, die nachher ihre Risiken minimieren, die werden die Risiken weitergeben. Und das sind die grossen Firmen, und da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die werden das einfach, die Haftung weitergeben, die werden das abreden. Auch Reputationsrisiken werden sie weitergeben. Ich glaube, es war dreimal gewesen. Dann wäre sie, würde ich Sie doch bitten, wo Sie denn in diesem Text etwas lesen, wo von dieser Beweislastumkehr handelt. Das ist im Artikel, also im Buchstaben C. Und zwar etwa in der Mitte, wo es dann steht, Sie haften dann nicht nach dieser Bestimmung, wenn Sie beweisen, dass Sie alle gebotene Sorgfalt gemäß Buchstabe B angewendet haben. Das ist Beweislastumkehr. Deutsch und deutlich. Der erste Halbsatz gelesen hat, wo genau steht, wenn Sie verursacht haben. Und wie tut der Gericht in der Schweiz im Zivilprozess feststellen, ob das verursacht haben stattgefunden hat oder nicht, indem der Kläger beweist, dass das passiert ist. Wenn der Beweis erbracht ist, dann hat das Unternehmen mit dem zweiten Halbsatz klar dargelegt, Möglichkeit, sich zu exkulpieren, indem sie Entlastungsbeweis erbringt. Das ist die Systematik, da ändert sich nichts, das ist immer schon so gewesen in der Schweiz und das bleibt auch so. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Wenn Sie im liberalen Staat angeklagt werden, muss der Kläger Beweisführung machen. Und genau das ist auch hier ausgedrückt. Hören Sie doch auf, das immer wieder zu verdrüllen. Es stimmt einfach nicht. Und Sie können auch jeglichen Privatrechtsprofessor in diesem Land fragen, wie im Schweizer Privatrecht eine Haftung muss bewiesen werden. Und er wird Ihnen genau das Gleiche sagen. Und das also ändert sich durch diesen Paragraph in der Bundesverfassung nicht. Wir gleiten in ein privatrechtliches Seminar ab. Da kann ich nicht mitreden. Ich sehe nur, dass der Herr Frischknecht, oder? Sie haben noch Fragen stellen oder einen Beitrag leisten. Ja, ich kann noch mal etwas sagen zur Anzahl betroffener KMUs und zur Umsetzung ins Gesetz. Es ist ja so, dass die Texte, die da sind, sind ja Verfassungstexte. Und die müssen ja zuerst abgebrochen werden in ein Gesetz. Und da hat, wenn man die Erläuterungen zu dem Text, zu dem Initiativtext sieht, merkt man eigentlich, welcher Geist hinter dieser Initiative steckt. Und ich habe es schade gefunden, dass die Erläuterungen nicht auch auf dem Blatt stehen. Auf jeden Fall geht daraus hervor, dass der Parlament und der Bundesrat, die haben noch ziemlich viel Spielraum in der Umsetzung von dieser Initiative. Es ist auch so, dass die Initianten bereits einen Umsetzungsvorschlag gemacht haben, wo gewisse Klarheit bringt bezüglich KMUs. Sind weitere Fragen oder Beiträge aus dem Publikum? Katrin Meffert. Also ich bin auf diesem Gebiet überhaupt keine Spezialistin und ich habe mich noch nicht wirklich sehr intensiv damit beschäftigt. Ich habe einfach im Heftli ref.ch, da ist einmal vor ein paar Monaten, ist ein Porträt von einer hohe quasi Wirtschaftsdame von der Schweiz und die ist vor 4 Jahren ist die Teil gewesen von den 4 Personen, wo die Initiative gestartet haben und ich bin einfach eben Ziel von deren Initiative sind sicher sehr gut, da kann ich niemand etwas dagegen sagen und ich kann es letztlich auch nicht ganz beurteilen, aber ich bin stutzig geworden, weil sie ist jetzt nicht mehr dabei und sie sagt das, was man ursprünglich wollte, das ist jetzt so irgendwie in der Umsetzung nicht mehr das, was sie ursprünglich wollte und sie tut es nicht mehr unterstützen
Und das macht mich natürlich ein bisschen stutzig. Gut, das ist wahrscheinlich genau das richtige Stichwort für das Schlussplädoyer. Unsere Teilnehmer am Podium haben jetzt 2 Minuten Zeit, ihre 3 wichtigsten Argumente für respektive gegen die Initiative können vorzustellen. Herr Schäfer, haben Sie wollen anfangen? Ja. Ich empfehle Ihnen, die Initiative anzunehmen und einfach ganz schlicht, weil man das unbestrittene Ziel, dass die Verantwortung, die mit der Freiheit einhergeht, dort getragen wird, wo sie am Schluss liegt, nämlich bei einem Mutterkonzern. Das Ziel wird durch die Initiativen erreicht, und zwar dadurch durch einen sehr liberalen, schlanken Weg, indem man eben auf das Zivilprozessrecht rekurriert, dass man nicht eine Kontrollbürokratie installieren würde, die die Unternehmen überwachen, sondern dass man den Unternehmen die Verantwortung überträgt, selber einzuschätzen, wo habe ich Haftungsrisiken, wo nicht, und das dann entsprechend in ihrem Geschäftsgebaren abzubilden. Zudem hat die Initiative den grossen Vorteil, dass es der Standort Schweiz mit Ausnahme mal nicht mehr dem Reputationsschaden aussetzt, der natürlich jedes Mal eintrifft, wenn ein Schweizer Unternehmen im Ausland gegen schwere Verstöße von Menschenrechten oder wegen schweren Umweltverschmutzungen beklagt wird. Das ist ein Vorteil. Das findet hoffentlich in Zukunft nicht mehr statt, wenn die Initiative angenommen worden ist. Dann gibt es schlussendlich auch die Chance, und das ist heute nicht so drauf gekommen, ist, dass es die Möglichkeit gibt, die Klagen, die viele Unternehmen heutzutage beklagen, dass sie immer einem Reputationsrisiko ausgesetzt sind, dass immer die NGOs irgendwann sind und sie beklagen und sagen, ihr verschmutzt dort den Fluss oder ihr macht das oder das, dass sie mit dieser Initiative gerade können sagen, bitte substituieren das, macht nicht einfach eine mediale Kampagne, sondern klagt vor einem Schweizer Gericht uns an, beweiset uns vor einem Schweizer Gericht, dass wir gegen die Menschenrechte verstoßen haben. Und dann tragen wir auch das Risiko. Also es gibt die Möglichkeit, gerade dadurch, durch die mediale Reputationskampagne, die tatsächlich heutzutage gefahren werden gegen Schweizer Unternehmen und immer mehr, gibt es dort die Möglichkeit, mit diesem Instrument zu sagen, schaut mal, wir haben ein Instrument, wir vertrauen darauf, dass wir eben uns an das halten, was wir sagen, und ihr könnt uns gerne in die Schweiz kommen, ihr könnt gerne vor einem Schweizer Gericht in einem sauberen Verfahren uns beweisen, dass wir die Umwelt verschmutzen, dass wir die Menschenrechte nicht achten. Besten und Dank. Das ist, glaube ich, die grosse Chance, die viel zu wenig diskutiert wird. Urs Endres, wieso sind Sie dagegen? Also zuerst einmal, jeder kann die Anliegen von der Initiative teilen. Niemand ist dafür, wo die Verantwortung wirklich ernst nimmt dafür, dass irgendwie Ausbeutung gemacht wird oder Umwelt zerstört. Gut gemeint und gut gemacht sind zweierlei. Ich tue noch eine Minderinitiative, die gemacht worden ist gegen 5 Personen. Die 5 Personen sind heute pensioniert. Es sind durch 5 andere ersetzt worden, wo noch mehr verdienen als die bisherigen. Alle Firmen, mittelständische Firmen, haben einen riesen Aufwand an Administration, außer Spesen nichts gewesen. Und da sind wirklich die 2 Punkte, die ich am Anfang gesagt habe. Wie viel zusätzlicher administrativer Aufwand ist umeinander? Was heisst das genau, wenn jetzt die Beweispflicht umdrüllt ist. Und, sorry, es tut mir leid, wenn das sogar der Bundesrat sagt, Beweispflicht ist umdrüllt, dann muss man das einfach akzeptieren und nicht irgendwie noch eins mit Nebelpetarden schießen. Ich bin deshalb der Meinung, obwohl ich die Sachen, die drinnen stehen, die liegen mir am Herz, wenn ich sage, Gegeninitiative ist besser. Herr Heller. Also ich wollte einfach noch ein paar Sachen, noch mal ein paar wichtige Kernaussagen, warum also man die Initiative annehmen. Das Erste ist, dass der Wohlstand in der Schweiz nicht soll basieren auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden im Ausland. Dann der zweite Punkt.
Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und da kann man jetzt Einzelfälle und Sachen diskutieren und das vermischen und Unklarheiten schaffen. Es ist ganz klar, wenn Konzerne wie Glencore Flüsse vergiften, sollen sie dafür die Verantwortung übernehmen. Und das ist nur mit dieser Initiative möglich. Mindestens, also das heisst, das kommt ja dann auf das Gesetz an, oder das Parlament dann ausschafft. Aber das ist eine Hoffnung, dass für die betroffene Bevölkerung. Es ist wichtig, dass Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden können eingeklagt werden und entschädigt werden müssen. Und zum Schluss meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema Umkehr und Rechtsumkehr und Zeug und Sachen. Ich bin nicht Jurist, aber für mich ist klar, Klage erfolgt in der Schweiz durch jemanden, der geschädigt worden ist. Das Gericht beurteilt die Klage aufgrund des Beweises von der Anklage. Und das Unternehmen muss das Erfüllen von der Sorgfaltspflicht allenfalls beweisen. So einfach ist das. Habe ich geschlossen. Thomas Hafen. Ja, Herr Heller, bis zu Ihrem letzten Absatz hätte ich alles können unterschreiben, was Sie da sagen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Problem ist nicht, was man da wollen. Niemand will, dass Schweizer Firmen oder Einzelne auf dem Buckel von den Leuten in der dritten Welt oder Kind oder Umwelt nachher einen Haufen Geld verdienen. Das will niemand. Wenn man die Initiative noch aber genauer anschaut, dann nachher kommen einem doch das eine oder das andere, einem einfach wirklich aufstoss. Und ich muss nochmal sagen, die Beweislastumkehr, die ist im liberalen Staat nicht würdig. Nur schon wegen dem, wo wir die Initiativen ablehnen. Und nachher gibt es zwei, drei andere Sachen, ich habe auch darüber geredet, die Grossen werden das einfach weitergeben, die Reputationsrisiken, die Haftungsrisiken, der ganze Papierkram, die juristischen Aufwände, die werden bei der KMU sein. Und ich kann es darum auch gut verstehen, dass der Bundesrat und das Parlament haben die Initiativen abgelehnt. Wer sich interessiert, noch für die Hintergründe. Lesen Sie mal die Botschaft vom Bundesrat, das ist ein guter Text. Und wenn Sie mal noch etwas interessiert, auch zu gewissen Kampagnen, die da geführt werden, gegen Glencore, das ist ja der CVC-Bericht. Lesen Sie mal den Bericht, den finden Sie ganz einfach im Internet von der Ombudsstelle vom Schweizer Fernsehen, wo der Fall behandelt hat. Das ist, da sieht man dann sehr schnell, da wird sehr schnell ziemlich komplex. Und darum, was wir brauchen, ist nicht nebulöse Text mit Vertrüllungen, die uns nicht in unser Rechtssystem passen, in die Verfassung, sondern wir brauchen etwas, was jetzt ganz konkret auch diesen Leuten hilft. Und ganz konkret hilft der Gegenvorschlag mit ganz konkreten Massnahmen. Lesen Sie das auch mal, lesen Sie das einmal. Dann sich überlegen, wenn wir die Lieferkette mal anweisen, dann ist das ganz konkret, das muss man machen. Man muss das zeigen. Da wird auditiert. Ich weiß das. Wir machen das auch für unsere Produkte. Auch die Rechenschaftsberichte, das sind nicht Hochglanzprodukte, sondern da kann man auch Firmen nachher ganz konkret packen. Und darum lehnen Sie die Initiativen ab. Wenn Sie die Initiativen ablehnen, haben wir sofort eine Lösung, eine Alternative. Die ist machbar, die ist international abgestimmt und die behalten die Schweiz da auch auf dem letzten internationalen Standard. Besten Dank. Ich möchte den Abend beschließen. Zuerst möchte ich einen grossen Dank aussprechen der Claudia Lager und Oliver Ehinger, die diesen Abend organisiert haben. Dann dem Armin und dem Dieter, die da die Regie geführt haben im technischen Bereich. Ich weiss, das ist nicht so einfach. Dann dem Herrn Schwank vom Regio TV, wo das Streaming mit einem Kollegen sichergestellt haben. Also wenn Sie das nochmal möchten schauen, auf der Webseite von der reformierten Kirche Allesheim kann man da einen Podcast oben abladen und das eine oder andere sich noch anhören. Ein grosser Dank geht auch an unsere Podiumsteilnehmer. Ich habe sehr geschätzt, dass es doch eine gesittete Diskussion war. Es hat nicht persönliche Angriffe gegeben. Man hat sich nicht Halunk geschumpft und andere wüste Wörter, sondern ich habe das sehr genossen. Ich habe selber auch sehr viel gelernt heute Abend.
Ich hoffe, das hat auch Ihnen geholfen, zu Ihrer Meinung zu kommen. Sie haben ja noch Zeit bis am 29. November. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gesunde Woche. Auf Wiedersehen.